Hallo, 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 weiter geht's mit Shakes and Fidget. Willkommen dazu, ich bin der Lars, ich grüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Part hier auf meinem Wunderbahn-Kanal. Und heute ist scheinbar St. Patrick Day. Man kennt's altbekannt, ne, das St. Patrick Day, kann ich mal aussprechen, weil ich zu doof bin dafür. Ein frohes St. Patrick Day. Heute wird's grün, rutsche auf dem Regenbogen zu einem Topf voll Gold. Denn heute feiern wir St. Patrick Day, genieße die folgenden Events. Glückstag. Ein Bier, zwei Bier, Freibier, auf jeden Fall richtig geil. Glanzparade des Goldes, Tag des heißen Eisens. Weitere Informationen zu der Aktion bekommst du, wird in der Taverne. Ja, läuft auf jeden Fall. Wir checken kurz die Lage ab, was haben wir Tolles. Okay, Glanzparade, das bedeutet fünfmal Gold aus Abenteuer. Stadtwache mehr Gold, 50% mehr Gold, Goldmine, Würfelspieler, Glücksrad, Pet ist auf jeden Fall auch hier am Start. Was haben wir hier? Tag des heißen Eisens. Das heißt, hier geht es auf jeden Fall auch ganz gut ab. Freibier am Start und der Glückstag. Lucky Coins können beim Abenteuer gefunden werden. 40 mal statt 20 mal drehen am Glücksrad. Alter, 40 mal. Man kann 40 mal am Rad drehen. Alter, Lachs, was ist denn hier los? Ich drehe gerne am Rad, Leute. Von daher passt es. Irgendwie bin ich hier gerade nicht ganz abgebildet. Ich muss ein bisschen die Cam hier einstellen, so ist es besser. 40 mal am Rad drehen ist immer ziemlich geil. 20 statt 10 Runden beim Würfelspieler auch sehr, sehr geil. Es sieht sehr cool aus. Hier ist der Goldtopf hier am Start. Da kann man runter auf den Regenbogen und quasi das ganze Gold gönnen, wenn man Bock hat. Muss das mal bekommen. Hier, die sehen auch alle sehr motiviert aus. Die Dame hier rechts, das ist eine sehr feine. Sehr, sehr geiles Event auf jeden Fall. Das gefällt mir. Und ich würde sagen, bevor wir es losballern, werde ich erstmal kurz die Alu durchknallen. Oh, was haben wir hier? Ich habe kein Pet mehr. Ich bin einfach mal auf dem falschen Server gelandet. Ich bin auf W45. What? Das war doch der, das war der Druide. Ich bin einfach beim Druiden gelandet. Bin ich noch in der Gilde drin irgendwie? Ne. Alter Lachs, was ist denn hier los? Da bin ich hier einfach mal auf W45. Soll ich hier weiter ehrlich losknallen auf W45? Wollt ihr den sehen? Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr mal interessieren, aber wir gehen erstmal kurz, Moment. So, hier wollte ich nämlich hin auf W53. Ja, lad doch mal Shakes the Fidget. Was ist denn los mit dir? Lande ich einfach auf so einen alten Server hier. Sehr, sehr geil. Hier ist die Taverne auf jeden Fall fertig. Und ich würde sagen, wir haben kurz. Habe ich eigentlich genug? Moment, ich schaue kurz Festung. Aber oh, die Festung, die füllt sich, wie man sieht. Oh, mein Inventar ist voll. Deswegen ist schon kurz ins Klöchen, Popöchen was reinlümmeln. Man kennt das altbekannte Spielchen. Die Handschuhe, warum nicht? Bekomme ich was, welche für den Kundi. Und ich glaube, der Kundi hat geilere. Von daher kann die weggerotzt werden in die Tonne. 256, 269, also an sich, ja, sind eigentlich schon better. Auf Schaden gehen gibt es minimal, ja, nee, kann weg. Kann weg mit den alten Lachs hier, Gegenstand zerlegen. Tschüss, auf Wiedersehen mit der Kralle. So, jetzt gehen wir kurz hier auf Festung, bekommen einen wunderbaren Geschickstein, den wir natürlich brauchen, wie man sieht. Holz ist sehr geil, Stein noch nicht. Ich brauche wie viel Stein, um abzugraden? Die Ritter alle 495k. Ich kann 40 mal drehen, vielleicht am Ende, wer weiß. Ja, sehr geil. Klöchen, Popöchen sieht ja wie folgt aus. Aura 8 habe ich schon am Start. Habe reingescheißt bis zum geht nicht mehr. Auf jeden Fall voll gefüllt die Schüssel. Sehr schön. Zauberwaffenladen ist nur Rotze. Was habe ich hier hinter? Rotze und hier hinter ist auch nur Rotze. Deswegen kann das auf jeden Fall weg. Ja, gildentechnisch hier bin ich am Start. Habe mich gemeldet. Der nächste Raid steht vor. Beziehungsweise steht an hier beim großen Boss. Oh yeah, das bin ich natürlich. Ich bin der große Boss. Jetzt haben wir auch ein Pet. Dann würde ich mal sagen, spiele ich hier kurz Alu. Kurz SA abchecken, ja, 91, 82% haben wir hier. Ja, ich check mal kurz hier ab, spiele ein bisschen Alu. Aber wir können erstmal zerlegen, ne? Lass mal den ganzen Rotz hier loswerden, was wir nicht brauchen. Das kann das Klöchen, Popöchen, das kann auch zerlegt werden, tschüss. Das kann auch zerlegt werden, tschüss. Das packen wir hier hin. Obwohl, das kann ich hier, das ist, glaube ich, nicht fürs Klöchen, ne? Das kann auch zerlegt werden. Das kann ins Klo, das kann ins Klo, das kann auch ins Klo geknallt werden, das auch nicht. Das ist 265 Intelligenz. Da hat er den Schwimmreif. Ja, der Schwimmreif ist nicht schwimmen, ist natürlich geiler. Hier kann das auch zerlegt werden. Tschüss. Das kann auch zerlegt werden. Tschüss. Das kann auch zerlegt werden. Tschüss. Das ist hier ein Steinchen, noch ein Steinchen. Und jetzt sind wir wieder gut dabei vom Inventar. Das schmeckt mir auf jeden Fall. Also, Alu, wir haben ja durch ein bisschen zocken hier. Ihr kennt mein Spielchen, ne? Ich mit meinen alten Sanduhren farmen, bin hier hart am Start und gönne ihr erstmal. Jetzt schauen wir mal kurz, wie es hier abgeht. Allgemein. Es ist übrigens tags. Also es ist gerade hier bei mir im Moment 14.24 Uhr. Das bedeutet, ich kann Pets bekommen, die ich normalerweise nicht bekomme. Aber es ist nicht Mittwoch. War es nicht so? Mittwochs kann man nur ein bestimmtes Pet bekommen? Es ist einfach nur verrückt. Wer spielt denn Mittwoch nachmittags? Kann man doch gar nicht. Da ist man immer am Arbeiten, aus man hat Urlaub. Ich weiß nicht. Ich habe keine Schichtarbeit, deswegen kann ich Mittwoch nachmittags nie Alu spielen. Ui, da sind diese komischen Dinger. Ah, die sind schon weg.
Und für ein Glücksrad sind die dann, ne? Ah, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geile Schlagsahne. Das gefällt dem Lars. Und zwar Zimt 4, 6 für 10. Sehr geile Quest. Gefällt mir. Ich finde es ja geil, dass einfach so immer wieder Events kommen bei Shakes and Fidget. Das macht es auf jeden Fall schmackhafter und das Spiel nicht langweilig. Das ist schon ziemlich cool. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Kurz hier auch sein Schnurrbart. Sein grüner Schnurrbart. Sehr, sehr geil. Ich finde nicht dunkel, oder? So ein bisschen Licht angeballert hier. Ja, es ist heute ein dunkler Tag. So eine Scheiße, weißt du? So eine richtige Scheiße. Also rausgehen brauchst du auch nicht. Es ist mega bewölkt und arschkalt draußen. Es ist eh so frech, ne? Einfach unter 10 Grad noch hier. Mann, Mann, Mann. Alles so teuer hier. Gas und so weiter. Kannst du nicht mal heizen. Dann wirst du pleite. Und dann wird noch, ist noch arschkalt draußen. Dann wieder 15 Coins. Richtig geil. Hier 1 Million. Da ist hier 1,7. Ja, Holz. Beziehungsweise andere Ressourcen. Das war kein Holz, war eher Stein. Beziehungsweise das war hier dieses Erz. Erz, 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 Erz. Sehr, sehr schön. Das gefällt dem Lars. Was machen wir hier? Diesen Kollegen hier. Wunderbärchen. Die haben wir für 5. Dann haben wir hier die teure. Das passt auf jeden Fall. Beziehungsweise die rote Quest. Rote sind immer spezielle Quests, falls ihr es nicht wisst. Weil es gibt da sehr viel Gold, was eh kein Mensch braucht. Zum Anfang geil, aber späterhin halt einfach nur Rotze. So, nehmen wir kurz die hier noch. Alles klärchen. Ich spiele mal kurz Alu zu Ende. Also bis gleich. So, ich habe die Alu mal durchgeknallt. Gar kein Ding für den King. Ihr wisst Bescheid, ne? Der Lars, der regelt kurz. So, Klöchen, Popöchen habe ich ja schon. Das passt auf jeden Fall alles. Was haben wir hier? 3-mal Hütchenspieler im Hütchenspieler besiegen. Na klaro. Ach, im Hütchenspieler-Ding hier. Das schaffe ich doch auch. Setze ich mal hier kurz einen Pilz ein und leg mal kurz los. Gar kein Ding hier, Leute. Ihr wisst noch, wo ich 3000 Pilze gesetzt habe. Wisst ihr es noch? Das war ziemlich krank. Und wie jeder weiß, zum Anfang nimmt man immer rechts. Und das ist natürlich schade. Noch einmal. Ja komm, let's go. 3-mal Hütchenspieler hier vergenussfäkeln. Easy peasy. Gar kein Ding hier. Kurz Rasuren. Diesmal ist es wieder rechts. Also wird es diesmal auch rechts sein. Ne, Mitte. Entschuldigung, Mitte ist es. Schade, das mache ich später. Würfeln kann ich auch nochmal, beziehungsweise jetzt 20 Mal, was ich ziemlich cool finde, durch das St. Pratt Day-Teil hier. Durch das Event, wie wir mal kurz hier draufballern. Wie gesagt, Stein ist sehr wichtig. Ich würde sagen, wir drehen erstmal am Rad, ne? Ist, glaube ich, so die beste Option. Das können wir uns gönnen hier auf jeden Fall, bis zum geht nicht mehr. Obwohl, ich kann auch in der Schattenwelt, hier in der Unterwelt, ein bisschen Gas geben. Also ich weiß zumindest, ich habe mich ein bisschen informiert, man sollte auf jeden Fall hier mal ein bisschen Gas geben und hier auf jeden Fall loslegen, dass man den Kollegen hier hat. Die Goblin-Grube. Und ganz wichtig ist... So, der Gladiator-Trainer, nämlich der Gladiator-Trainer macht, dass man eine Begleiter sowie Pets um den Schadensbonus bei kritischen Treffern wieder erhöht, was schon mal ziemlich mega geil ist. Machen wir mal kurz nebenbei. Können wir direkt upgraden die Kiste hier. Let's go. Und seht schon, dass bei kritischen Schaden mache ich plus 10% Schaden. Also wenn das nicht krass ist, weiß ich auch nicht. Das ist schon mega mächtig. Und hört sich sehr böse an. Wie viel kann ich denn noch? Okay, jetzt habe ich keine Seelen mehr am Start. Ich kann hier nebenbei noch upgraden. Okay, mit der Goblin-Grube. Goblins bilden die erste Verteidigungslinie gegen eindringliche Helden. Das ist scheinbar auch sehr wichtig und sollte man haben. So wie ich das sehe. Ich weiß gerade nicht, wie hoch ich das ziehen muss. Da muss ich noch ein bisschen klug machen und schlau machen. Aber ich könnte den verbessern, wenn ich möchte hier. Okay. Das nächste ist dann hier die Goldgrube und der die Zeitmaschine. Ist das die hier? Speicher um Mitternacht, verbleibende Abenteuer. Genau. Okay, hieß das nicht mehr früher? Zeitmaschine, keine Ahnung. Pilzkonto für Bierkauf. Also wenn ich das jetzt hier quasi starte... Hier, speichert um Mitternacht verbliebene Abenteuerlust. Kauft zuvor, falls mit Pilzen beladen, beliebige Biere. Erledigt entsprechend viele Abenteuer am Stück. Okay, maximal 4 Alu am Tag. Ein Alu-Bonus. Das heißt, quasi, wenn ich am Ende es nicht hinbekomme, quasi meine Alu zu spielen. Auch sehr geil, wenn ich das begrüße, das ist lustig. Wenn ich am Ende es nicht schaffe, meine Alu hinzubekommen, dann speichert er quasi die. Und ich muss das voll mit Pilzen aufladen. Was schon mal auch sehr cool ist. So, das ist auch ein bisschen hoch, hier bis zum geht nicht mehr. Und die Goldgrube fördert Gold zutage, die Stufe bestimmt Abbau, Geschwindigkeit und Lagerkapazität, hole das Geld regelmäßig ab. Also ich glaube, das ist prozentual von meiner Stadtwache, wird das abgezogen. Das weiß ich gar nicht, Trolle stellen eine effektive Abwehr. Was man hier so hochzieht, habe ich keine Ahnung, den Wächter, ob man den schon hochballert, I don't know. Auf jeden Fall Gladiator-Trainer ist super wichtig für die Dungeons, das ist ganz wichtig für Gold, was man bekommt. Und das ist wichtig, um einfach nur Alu zu speichern. So, jetzt ist die nächste Frage. Also ich habe jetzt nicht genug, was ich noch machen kann. Ich könnte die Gold hier, die Kollegen halt noch ein bisschen hochpushen, wenn ich möchte. Ich kann hier füllen. Okay. Pilzkonto für Bierkauf. Okay, ich kann jetzt hier rein. Ich kann so viele Pilze, wie ich will, reinballern. Ich mache mal 50 Pilze. So, ich gehe auf Nummer sicher, beziehungsweise... Also, wenn ich jetzt keine Alu spiele, ich verstehe das hoffentlich richtig, dann würde er... Maximal 12 Alu
würde er kaufen für mich, auch durch Biere, wenn ich das quasi vergesse, weil ich halt zeitlich nicht geschafft habe, die alle zu spielen. Und die kann ich dann später quasi benutzen, einen Tag später nach Mitternacht. Und maximal bekomme ich dann auch plus 3 Alu jeden Tag dazu. Ich hoffe, ich verstehe das richtig. Wenn nicht, bin ich halt einfach dumm. Hier kann ich Gold abfahren und Gladiator habe ich schon mal 20% mehr Crit-Schaden. Das hört sich schon mal ziemlich gut an. Ja, das soweit dazu. Wie gesagt, ich bin da, bei der Welt bin ich komplett raus. Das ist halt das erste Mal, dass ich jetzt so richtig spiele. Deswegen verbessert mich gerne in den Kommentaren. Dann passt es auf jeden Fall. So, nebenbei können wir ein bisschen angreifen, wenn wir Bock haben. Uns fehlt ja Stein, man kennt es ja, ne? Der Lars braucht immer Stein. Das ist ein altbekanntes Spielchen bei ihm. Steinchen ist halt immer gut. Ich schau mal kurz drauf, ob wir hier irgendwie einen Gegenangriff machen können, wo wir uns ein bisschen Stein gönnen können. Ich weiß auch gar nicht, wie es jetzt bei der Festung allgemein hier bei mir weitergeht. Ob ich jetzt irgendwann auch anfangen muss, die Verteidigung, also der Zlatan Ibrahimovic, ob ich langsam anfangen muss, hier auf Verteidigungssachen hochzuziehen, wie zum Beispiel Befestigung, Bogenschützen oder Kampfmagier, ob die irgendwann gebaut wird oder ob man wirklich die ganze Zeit so weiterballert und so weit unten bleibt. Das weiß ich gar nicht. Muss ich mich auch nochmal klug machen und mich etwas belesen, weil ich halt da auch komplett raus bin. Der Lars ist halt nicht so der krasse Typ mit den neuen Features von Shakes the Fidget. Er ist alles sehr komplex geworden, sehr viel. Finde ich auch gut, er muss halt erstmal reinkommen und ich sag mal einen Server alles gespielt haben und dann damit man Bescheid weiß, was quasi alles kommt und was alles losgeht, ne? Aber hier so ein paar können wir ja immer, finden wir ja immer hier, ne? Also da kann man ja hier, kannst du sagen, was du willst. Stein füllt sich, klar, 500k noch nicht, aber ich bin fleißig dabei. Mal gucken, ob wir es vielleicht hinbekommen. Das soweit dazu. Dann würde ich sagen, drehen wir am Rad, wollen wir was können. Ja, hier, komm, ja, bestimmt fünffach Gold. Fünffach, ich habe übrigens so dieses beim, ich glaube, das war sogar aus dem, war es aus der Goldmine? Ne, nicht aus der Goldmine, hier aus der Edelsteinmine habe ich, glaube ich, habe ich ein Item bekommen, womit mein Glücksrad quasi besser ist. Deswegen habe ich jetzt hier einen Fünffachwert, stehen Zweifachwert und ich kann so welche Früchte bekommen für meine Begleiter. Ist auch ziemlich cool. Der Lars, der bekommt halt den kranken Scheiß nur, ne? Oh, hier Seelen. Seelen sind immer sehr gut, die kann ich gebrauchen. Damn, Alter, 40 Mal. Wie krass ist das denn? Bitte einfach 40 Mal an diesen Scheißrad drehen. Nice. Ach, richtig geil. Richtig geile Scheiße. Ein paar Items bekommen, sehr gut. Okay, drückt erstmal alle hier zerlegen. Tschüss. Zerlegen, tschüss. Und zerlegen, tschüss. Das ist wunderbar. Kann, denke ich mal, direkt wieder hier abchecken. Ja, wir kommen so langsam, ne? Also, wir kommen so langsam. Ritter alle 11 hier. Beziehungsweise 12, 495k. Wir sind dabei fleißig. Es ist nicht mehr so lange. Mein Holz einfach des Todes voll. So, jetzt können wir eigentlich hier wieder abchecken. Wir haben wieder ein paar Seelen bekommen. Und ich würde sagen, 9.900 brauche ich hier. Und den abzunehmen brauche ich 18.000. Ja, noch ein bisschen, ne? Also ich glaube, der Gladiator-Trainer gefällt mir bislang am besten, weil er einfach den Crit-Schaden erhöht. Der hatte trainiert deine Begleiter und so wie Pets, um den Schadensbonus bei kritischen Treffern zu erhöhen. Natürlich nur Begleiter. Das werden die im Turm und so weiter sein, die Dudes. Und meine Pets. Das ist schon mächtig. Vielleicht habe ich deswegen auch die ganze Zeit hier bei den Pets verkackt. Das kann natürlich sein. So, wir haben kurz hier einmal rauslümmeln. Alles klar, und gehen dann mal als nächstes in die Pets hinein. Weil wir jetzt ja den Crit-Schaden mehr haben. Das ist schon mal ziemlich geil. Also die pushen wir kurz, gehen wir auf Lichtilein. Da kriegen wir, oh, ist ja schon hoch. Maximum, sorry. Sorry, Bro. So, Erde haben wir dann this one. Der kriegt den alten Scheiß. Der Feuer-Dude hier, Mr. Uga Aga, kriegt den Scheiß. Nicht das Spermien hier und der ist this one, alles klärchen. So, Wasser 95, nehmen wir 120 Wasser, gar kein Ding, können direkt wieder hochpushen hier. Schmeckt, 138, nehmen wir Feuer. Ja, verkackt war halt ein Counter, jetzt ja gut, hätten wir lieber da nehmen sollen, nehmen wir da die Erde. Schizzy. So, haben wir das auch hochgepusht, ja, hier ist an sich Latte Macchiato. Jetzt, ich weiß gar nicht warum, aber jetzt haben wir so niedrige Gegner quasi. Das verkacke ich? What? Ich weiß nicht, wieso ich das verkackt habe. Gegen 117er Wasser mit 142 Schatten. I don't know, ist halt passiert. So, alle Begleiter hochgepusht hier. Beziehungsweise dreimal gefüttert. Schmeckt sehr gut. Soll ich eigentlich noch irgendeinen anderen hier hochziehen? Nebenbei noch? Macht man das? Ich habe keine Ahnung. Ja, alles klar, dann haben wir das soweit auch fertig. Die Angriffe. Als nächstes können wir dann, was haben wir denn noch offen? Noch einiges. Oh, Gildenkampf. Kurz eben vergenussfäckert. Easy peasy. Tschüss. Sehr geil. Wie sieht die Post aus? Ich muss noch hier ganz viel machen. Ein bisschen zerlegen. Ich kann noch 15 Sachen heute zerlegen wegen dem 10-Pack-Day. Ich kann noch zweimal würfeln am Würfelspieler. Ich würde mal sagen, wir würfeln mal ein bisschen. Leider gibt es keine Epics hier. Was ich ein bisschen traurig finde. Denn Epics sind immer geil. Fünffach Gold-Event. Beziehungsweise fünffach Gold hier. Sehr, sehr geil. Oh, guck mal hier. 180k. Schmeckt auf so einen neuen Server wie zum Beispiel meinen neuen hier, ne? Ja, ist das schon ganz schön viel. Da kann man mit dem Gold schon einiges reißen, rasieren und vergenussferkeln. Schön, schön, schön. Und weiter wird gewürfelt. Hui. Immer Gold, let's go. Komm, gib mir Gold, das war scheiße. Ja,
Egal, 180k nehmen wir auch wieder dankend an. 20 mal würfeln. Das ist schon ganz schön viel. Und wie sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, auch bei diesem Video. Ich würde mal sagen, ich würfel das später alleine weiter. Ich glaube, ihr habt nicht so unbedingt Bock, 20 mal zu sehen, wie ich am Rumwürfeln bin. Ich glaube es zumindest nicht. Das Wichtigste, was wir jetzt machen werden, ist natürlich Skillen. Wir schauen kurz. 900, 600. Ich würde sagen, ich habe die ganze Zeit 50% Crit, deswegen ist es Latte Macchiato. Ich pushe es mal kurz hoch, dass wir hier auf den Wert kommen. Boah, ich habe auch mega viel. Also ich brauche an sich... Komm, wir skillen voll Int rein. Gehen wir hier ein bisschen höher. Wie viel Gold, es ist so unmenschlich, wie viel Gold man bekommt. Gehen wir hier so auf 800, beziehungsweise hier nochmal kurz reinlümmeln, alten Lachs. Sehr schön, neben Attribute darfst du auch nie vergessen. Man kennt das Spielchen. Bam, 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 bam. Machen kurz die Arena-Angriffe hier gegen 10 Dudes. So natürlich alle eben 10 gewinnen. Gar kein Ding für den King, ihr wisst Bescheid. Oh, das ist einer mit einem Avatar, den ich nicht besitze. Finde ich traurig, will ich auch haben. Ein Avatar. Habe ich aber nicht. Dafür bin ich zu schlecht. Waren schon 10 noch. Einer muss noch. Sehr gut, schön drauf gelümmelt hier den alten Lachs. Leider natürlich nichts bekommen, SA-technisch, aber ist in Ordnung. Dann können wir als nächstes erstmal hier das Gildenpad können wir angreifen. Oh yeah, sehr gut. Dann können wir das Gildenportal angreifen. Man darf nichts vergessen, es ist so viel. Deswegen finde ich mittlerweile diese Funktion hier, was ich noch machen muss, ne? Die Abhakliste zum Abhaken, sehr geil. Also... Das ist einfach so unmenschlich viel, wie viel man machen muss pro Server. Einfach unfassbar. Und ich würde es gar nicht schaffen, so wie früher. Habe ich schon tausendmal erzählt, so 5, 6 Server eben durchrattern. Bam, 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 bam. Unmöglich. Das geht nicht. Mehr als ein Server, glaube ich, pro Video ist nicht möglich. Und ich versuche es ja wirklich schnell zu machen, dass ich auch in 20 Minuten durchkomme. Weil ich finde, 20 Minuten ist so die beste Zeit für Videos. Aber das geht halt nicht. So, jawohl. 1% Portalbonus läuft und schmeckt. Nice. So, wir haben ja 20% Crit Damage bei unseren Begleitern. Das heißt, theoretisch sollten wir jetzt hier vorankommen. Siehst du, guck mal hier, er ist im Horn. Kurz weggenascht. Obwohl, da greife ich ja nur alleine an. Obwohl, da kann ich auch ein bisschen wegknallen. Ja, ja klar, hier komm. Der ist auch drin hier. Natürlich, natürlich. Was für ein. Oh, der ist auch drin. Was für ein. Und der und alle. Und der natürlich auch. Und der. Alter Lachs, was ist, geht denn hier ab? Habe ich einen Sitzen oder was hier? Ich bin ja völlig am Zerstören. Einfach alles kaputt machen. So, zerlegen noch einen hier. Kann noch einen zerlegen. Na klar, tschüss. Noch einen? Nein. Nein, wir haben nicht mehr zum Zerlegen. Deswegen tschüss, 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 tschüss. Das ist sehr gut. Ich habe übrigens auch bei der Hexe, noch bei der Alu, habe ich kurz eben hier alles aufgefüllt, weil mir der Handschuhverzauberung gefehlt für ein extra Pilz. Von daher passt das auf jeden Fall. Schön. So, machen wir hier kurz weiter. Hier, der Quietsche-Ente ist hier auch drin. Natürlich. Hier das Einhorn hatten wir, glaube ich, sogar schon. Aber es sollte auch drin sein. Das Einhorn. Ich glaube, oh, ein sehr knappes Ding. Oh, joi. Es ist Mr. Einhorn, sie sind hässlich, sie sind eklig und sie stinken nach Pferd. Deswegen bitte verrecken. Okay, Einhorn will nicht mehr. So, 20% mehr Crit-Schaden. Was sagt uns das? Was sagt uns, der Blob ist drin, ne? Oder war es nur ein... Oh ja, so zwei ganz geile... Der dritte, der ist es, der dritte Gute. Nice. Chin, 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 258, schmeckt. Schmeckt, schmeckt, schmeckt. 322 Geschick. So. Na klar, Alter, Mega-Update. Wird sich ja sowas von gegönnt. Alter, ist ja das ultimative Upgrade. Direkt hier Sockel reinknallen. 380, müssen wir wiederholen hier. Steingewinnung, gib mir ja den alten Scheiß. Und reingelümmelt. Hätte noch krassere hier, aber der Lars denkt sich, YOLO, scheiß drauf, mal so einmal im Jahr. Wie machen wir das so? So, der Rest kam wieder hier. Mach schon, back das rum. Das kam weg, das kam weg, das kam weg, das kam weg. Sehr schön, hab schon wieder 5 Mille Gold. Läuft. Soll auch ein bisschen Gold aufbewahren. Falls ich wieder Verzauberung brauche für irgendwas, muss ich es aufbewahren. So, weiter geht's. Dann haben wir den schon mal down. Jetzt kommt der, der Gremlin. Der ist auch drin. Ja, tschüss. Und der Bär, der infizierte Braunbär. Ich meine, der ist infiziert. Der ist auch weg. Und das ist ein Item für einen Kundi, glaube ich. Für einen Intelligenz-Dude, nämlich für mich. 3,35, ui. Ui, das ist ein Upgrade, Leute. 3,28. Das ist ein Upgrade. 3,35. Ja, let's go, I take this shit. Das Problem ist bloß, das ist 3,70er-Gem. 3,31. Ja, dann müssen wir das so machen, ne? Also, es geht ja anders gerade nicht. Das kann ins Klöchen popöchen, hier brauchen wir den Stein. Oder checken wir kurz die Lage, kriegen wir irgendwie einen krassen Stein oder so gerade hier raus? Oh, ich kann schon wieder upgraden hier fast. Ich will den Gladiator hier hochziehen. Ich will ihn höher ziehen. Die Folterkammer, was macht die? Die Ausbaustufe der Folterkammer erhöht die Anzahl der Seelen, die du pro eindringlichen Held bekommst. Okay, Held anlockern kann ich noch gar nicht. Muss man das machen? Ich weiß es nicht. Nachher ist es so wieder bei der Festung und ich muss den rechten Bereich gar nicht ausbauen. Deswegen weiß ich es halt nicht. Oh, hier, guck mal. Den will ich mir gönnen.
Na klar. Oh, den will ich mir auch gönnen. Na klar. Und den auch. Ja, jawoll. Leute. So kriegen wir es hin. Ne, schade. So kriegen wir es hin. So kriegen wir gleich genug hier. Ne, 495k. Easy peasy. Könnte heute drin sein bei dem Event. Könnte. Muss nicht, aber kann. Ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht, ne? Ja, komm, wir gehen nochmal hier. Also mal gucken, kurz abchecken hier. Ein Schlüssel. Den hat der Lars doch auch sehr gerne. Das ist ein Kundi-Gerät. Und nochmal kurz abchecken. Noch ein Schlüssel, alles klar. Ich will Schlüssel mal einlösen hier. Schlüssel zur Höllenschatten. Der Magma-Strom ist erkaltet. Wo ist das jetzt? Ein neuer Schlüssel hier. Na klar, da Wunderbärchen. Das heißt, der ist jetzt weg, der andere. Sehr gut. 3,35 übrigens. Das ist für ein Kundi, beziehungsweise für einen Krieger. 3,35. Was hat er hier? Es ist Geschick. Es ist wirklich Geschick. Gar nicht gesehen. Ja, natürlich. 3,35 ist Upgrade. Upgrade bis zum geht nicht mehr. Sehr geil. Das kann dann auch zerlegt werden morgen. Das kann ins Kirchenpopöchen. Ich lasse jetzt erstmal. Was mache ich denn jetzt hier? Ich zerlege den. Werde den da rein lümmeln. Und wenn wir später einen besseren bekommen, dann machen wir das so. Genau. Ich kann jetzt nicht 5 Milliarden Pilze ausgeben hier. Könnte ich schon. Mache ich aber nicht. um die ganze Zeit jetzt in Socke zu bekommen. Ja, Socke sind schweinemäßig teuer geworden, seitdem die Edelsteinmine auf 11 ist. Auf 1 fand ich es ein bisschen geiler. Aber willst du machen, ne? So, hier sind wir auch fleißig dabei. Das passt auf jeden Fall. Sehr schön. Und nun, ich werde mal das so und so machen. Ich könnte da noch einen Sockel reinknallen. Moment. Ein Sockel bei meinem Kundi würde bei den Handschuhen gehen. Das sind schon krasse Handschuhe, ne? Das darfst du nicht vergessen. Komm, machen wir kurz hier. Hier, komm, let's go. Und hier kriegt er jetzt einen großen rein. 4,15, 4,25. Den will ich aufbewahren für eine Waffe, die er bald bekommt, weil ich glaube an das Herz erkannt, dass er bald eine Waffe bekommt. So machen wir das so. Let's go. Weiter geht's. Weiter rasieren und zerstören. So, neuer hier, der Magma-Strom. Das ist der erste Kollege, den wir wegklatschen hier. Level 2,92. Was hat der? 2,84. Ja, soll der erst der gefallen, ne? Darfst du auch nicht vergessen. Joa, da war so ein guter bei. Und da ist er down. Yes! Nice. Neues Level, neues Glück. 286, 292. Kann ja auch noch fallen. Das sieht gut aus, ne? Also mit einem guten. Mit einem guten fällt er auch. Und da ist ein guter. Ja, tschüss. Und weiter geht's. Kurz eben alles zerballern. Jawohl, let's go. Alle die ganzen Goblins wegknallen im Krankenbaum. 2,90 sind wir schon. 2 fucking 90. Einfach nur am Rasieren und Zerstören. Und der war nur, der war 2,92. Alter Lachs, wir sind Zerstörer. Oh, das ist hier für ein Geschicki. Und das ist alle Attribute, 2,78. So, 2,78. Was hat er hier? 3,5. Ja, ist halt, ne, kann weg. Tschüss, das ist für, ja, aber sowas von. Alter, bekommt so krasse Upgrades hier die ganze Zeit. 2,22 ist ja ein mega schlechter Sockel. Da kann er auch den 3,79er bekommen, ne? Natürlich. Reiner, mit unser Kundi wird so mächtig sein. Holy shit. Das kann auch zerballert werden. Oder? Was war das für ein Ring? Das war 3,32 Stärke. 3. Ist Upgrade. Ist Upgrade, jawoll. Aber kein Sockel drin. Ist halt minimal, ne? Ich glaube, dafür lohnt 26 zu 32. Doch, kann was sein, ne? Ich habe hier noch einen. So ein 3,73er. Das ist schon besser, ne? Als 2,83. Da kommen wir, hier einen Sockel rein. Hauen den Scheiß da auch noch rein. Das kann dann alles zerlegt werden. Wunderbärchen. Es läuft, meine Damen und Herren. Es läuft richtig. Komm, schaffen wir den jetzt auch noch hier? Den alten kranken Baum. Ah, ich sehe gerade ein bisschen schwarz, aber es ist. Ich glaube gerade noch etwas an das Herz der Karten. Das wird nichts, schade. Das wird nichts. Okay, das ist durch. Wir können jetzt theoretisch noch Scherben, obwohl dann. Doch, kommen wir jetzt doch voran. Komm, komm, ihr drei Kleinen. Ihr drei Kleinen. Ach, schade, ihr seid so alt und fett und deswegen wollt ihr nicht verrecken. Ja, sehr schön. Haben wir das auch geschafft? Und ich denke, dass wir jetzt hier auch vorankommen im Märchenturm. Denn wir haben so viele Upgrades bekommen. Wir haben mehr Crit-Schaden. Alter, erster Try. 3, 4, 5. Und da ist er down. Schön. Was ist das für ein Epic? Geschick. Ich sage, unser Kundi wird einfach mega krass equipped. 3,35. Aber sowas von. Aber sowas von. Jawohl. Und 2,33 kann er hier den krassen alter Lachs, Leute. Der bekommt die Items hier reingeknallt, der Kundi. Das ist ja unfassbar. Er wird einfach so mächtig sein.
Unfassbar krasse Scheiße. So, weiter geht's hier mit dem Kollegen. Der kann auch drin sein. Wir haben mehr Crit-Schaden. 20% bei unseren Begleitern. Als ob jetzt so knappe Tries die ganze Zeit hier sind. Willst du mich verarschen, Spiel? Da ist er down. Was ist er wieder für ein Kundi? Alle Attribute. Meine Nase läuft. Sorry, denkst du sehr auf mich? Nee, das brauchen wir nicht. Das schaffen wir. Beziehungsweise, das ist nicht besser. Das kann weg. Tschüss. Genau, können wir weiter tryen hier. Der alte Rattenfänger hier von Hameln. Vielleicht um die Ecke. Da war ich übrigens als Kind. Da haben wir einen Ausflug gemacht von der Schule aus. Da ist er down. Das ist ein Krieger. 336. Kriegerlein. Upgrade, aber sowas von Upgrade. 236 bekommt er den hier. 274, da hauen wir kurz einen Sockel rein. Er wird sich gegönnt. Der Sockel wird sich geholt. Und dann wird er da reingelümmelt. Und dann können wir weiter hart vergenussferkeln. Ja, da sehen Sie die Ängstlichen. Einmal kein Herz, einmal ängstlich. Und was war das andere? Keine Ahnung. Brennt gut. Brennt auf jeden Fall gut. Aber ich weiß nicht mehr, was das andere war. Der Zauberer von Oz. Ja, das ist glaube ich, das Ende. Doch nicht, der ist auch noch down, jawohl. Nice. Alter, wie wir ausrasten, komplett. Das ist Stärke, das ist Stärke. Das riecht wieder nach Upgrade. Ist kein Upgrade, 232, genau das gleiche. Lohnt sich nicht. And it burns. A ring um meine Eier. Ja, das brauchen wir nicht, alles klar. Sehr geil. Brauchen wir wenigstens wieder nicht ein paar Dinge rausknallen. Hier, das ist der Little John. Die kennt man doch, ne? Von, ich wollte gerade sagen, von Harry Potter. Nee, das war von Peter Pan. Ich komme gerade irgendwie auf Harrison Ford. Passt natürlich auch. So, der wird nix, ne? Wie sieht's im 13. Stock aus, wenn wir da mal kurz abchecken? Wir haben wieder bei mir so keine Upgrade, so bei meinen Begleiter, deswegen wieder nichts bringen. Ne, das bringt auf jeden Fall nix. So, ich kann nebenbei hier ein bisschen Gold abholen. Sehr geil. Bald kann ich den Gladiator hier upgraden auf 9,9. Sehr, sehr fein. Das gefällt mir. Ja, Leute. Ich werde noch Gas geben, wir noch ein bisschen würfeln. Versuchen, Stein zu gewinnen. Also, das ist so das Hauptziel. Dass ich jetzt, ich gehe nur auf Stein, weil ich gerne die Ritterhalle upgraden möchte. So ist zumindest der Plan, ob das was wird. Ich weiß es nicht. Oh, hier siehst du. Guck mal hier. Ja, ihr müsst doch dranbleiben. Ihr müsst dranbleiben, weil es sieht gerade ganz gut aus. Hier nochmal. Ich gehe voll auf Stein. Den Rest brauche ich nicht. Ja, schade. Komm, let's go. Genau, beim Epic-Event, da gehe ich ja nur auf Epics. Oh, hier zweimal Stein, Leute. Gib mir noch dreimal Stein. Dreimal Stein, bitte jetzt. Das ist nicht so gut. Not nice. Das war dumm. Ich hätte einfach irgendwas nehmen sollen. Ich komme nie wieder Stein. Let's go. Aber das zweite Mal würfeln. Stein. Ich will Stein. Holz brauche ich nicht. Deswegen nehme ich Seelen. Und ich bekomme keine Seele. Doch eine hat nicht gereicht. Oh ja, jetzt haben wir Stein, komm, let's go, Stein, ah, schade, give me please Stein, Leute, ihr müsst mir mehr Daumen drücken, ja gut, hier nehme ich die, war kein Stein dabei, da gibt's auch nichts hier, ha, ui, dreimal den Kollegen hier, noch zweimal, komm, let's go, noch zweimal, oh, schade, 5 ist okay, ich finde es ganz cool, dass man sich nicht verklicken kann, ja, hier ist halt kein, aber Gold, ah, schade. Ich werde gleich noch beim Hütchenspieler ein bisschen, also nicht bei Würfeln, sondern bei einem anderen Scheiß hier, bei quasi Hütchenspieler werde ich versuchen noch was zu bekommen. Aber sonst, was willst du machen, ne? Wenn du keinen Stein kriegst, kriegst du keinen Stein. Wieder dreimal davon, von den Sanduhren, die kein Mensch braucht. Ja, sogar 4, sind 25 Stück. Haben wir zumindest hier plus minus alles wieder rausbekommen. Die Seelen, die könnte ich gebrauchen. Ja, hast du auch nicht. Ja, ich mache hier noch weiter. Und ich glaube, dann soweit sind wir... Oh, hier nochmal Stein. Komm. Mal schade. Ich glaube, sonst haben wir alles. Wenn ich kurz die Post abchecke. Ich muss auch hier, wie gesagt, das mache ich ja noch. Hexe, kann ich noch einmal hier was... ich kann noch ein Item upgraden. Moment, Hexe. Ich habe was abgetauscht. Ah, hier. Der Gürtel habe ich getauscht. Sehr gut. Okay, dann haben wir das auch soweit durch. Hier noch irgendwas anderes. Ah, hier, die Handschuhe. Bringt wohl nichts, obwohl. Was bringen Handschuhe? Schattenreaktionswert einhören. Okay. Das ist doch gut, wenn man vorher anfängt. Doch, das passt. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, war es das von diesem wunderbaren Tag hier, beziehungsweise von diesem Part. St. Patrick Day war ganz erfolgreich. Hat meine Begleiter echt gut geupgradet. Habe auch minimal Upgrades bei mir bekommen. Neuen Gürtel hier am Start. Das schmeckt auf jeden Fall sonst. Ja, unser Kundi, ne, wird mega mächtig. Neue Waffe mit dem Sockel. Und der würde alles komplett zerballern gegen den Strich mit Benzin. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da auf jeden Fall. Bleibt wie immer gesund. Haufen Supernasser Boys. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Nice.